Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Los geht 3. Okay. Dann. Kriegserei, ja, was mache ich danach? Müssen wohl da runter, oder? Aber wir müssen sich vorher noch die Stahlwache ausschalten. Okay. Müssen wir mal gucken, was wir da dann noch reißen können. Ah, hier dürfen wir auch nicht rein. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit? Theoretisch hier entlang? Was hat mir eigentlich so einen Lebenspunkt? Ja, das geht ja noch. Trust no one. A crooked touch. Bitteschön. There's no talking your way out of this. You'll have to defend your actions the old-fashioned way. Hallo. Fies. Time to kill. Na dann. Ah, du bist doch noch immobil. Okay, dann musst du halt drauf schießen. Aber mit dem Griff. Sehr schön. Nothing important is ever easy. So. Gib ihm. Ja, da drin scheinen noch einige von den anderen erwischen. Bisschen Entdeckung. So, du darfst auch noch eine Runde. In Raserei verfallen. Und dann gib ihm. Okay. Interessant. Hast du nicht noch irgendwie Misty Step oder sowas gehabt? Nee, ne? Du kommst auch nicht mehr ganz aus dem Radius raus. Dann schauen wir mal, wie du jetzt probierst. Hungry for the slaughter.
Geht. Na gut zu wissen, das heißt, wir sollten die dann vielleicht nicht im Nahkampf angehen. Bitte schön. So. Here we go. Mal schnell zu. I'm so tired. How do people do this all day? Mal schauen, wie weit wir da jetzt kommen. Spotted being normal in the singing lute, Karlak. Are you feeling all right? Seemed like the right thing to do. I've never really tried normal before. And how did you find the quiet life? It was nice. It was really nice. I never thought I'd see the day our champion of the Hells has gone soft. Maybe I have. Finally. Nice and easy. Ja, wer weiß, wer weiß. Okay, da scheint wohl gerade Stress zu sein. Oder ein potenzieller Verbündeter. Sind wir so mehrere? Ah ja, die Goblins. You cut out my eyes, but we will bow no more. Gondians! Rip the motivator from this bastard's hands! For Gond! Okay. Dann legen doch mal los. Sehr schön. Der hat schon mal ordentlich gesessen. Dann dürft ihr mal. Oh nein, ein großer Gnom. Sind alle drin? Ja. Sieht so aus. Okay. Genau, du hast deine Aktion schon, dann rasen. Ich bleib mal da, steht ja eigentlich ganz gut. Kommst dann leider nicht ganz hin, wenn du springst, allerdings schon. Überraschung.
Da ist der Crit, sehr cool. Und das hat auch nochmal ordentlich gesessen. Schön. Dummerweise konzentrierst du dich leider noch. Okay. I know just what to do. Okay. Könnte schief gehen, tut's aber nicht. So, da kommen wir leider nicht mehr hin. Ja, du kommst da erstmal nicht hin. Alles klar. Dann gib ihm. Das war's dann mit dir. Du bist, glaube ich, ganz gut aufgestellt, da muss ich ja zugeben. Hab dich noch verstecken sollen. Schade. Wie viel Aktion hast du, sag mal? So, dann würde ich sagen, hauen wir dich mal um. Dann du kannst den mal deaktivieren. Deactivated. Thank the gods. Ja, ich glaube, jetzt noch eine Raserei lohnt sich nicht. Got it. Du kannst schon mal runter, um dann hier ein bisschen notfalls reinzuhauen. Du hast halt nicht mehr so viel. Still on my feet. Don't waste a step. Bevor ich den Zug beende, hast du freies Schussfeld. Einigermaßen. Two steps at a time. Can't even catch my breath. So. Dann versteck dich mal kurz. Ja. Keep them guessing. Schade, dass du nicht so viel Reichweite hast. Vielleicht frage, was ihr jetzt macht. Na, immerhin.
Darfst du sie? Ich glaube nicht. Nee. Okay, der wird wahrscheinlich sterben. Ja. Konnte ich leider nichts dran ändern. So. Können wir verkaufen? Open up. Ja, auch das ist ein bisschen was wert. Ja, doch, war gestorben. Gut. Glückwunsch, Sohn. Keucher, ihr wollt euch nur kurz wissen lassen, dass wir so stolz sind, dass ihr endlich eine Stelle im Zunft gefunden habt. Für Skortash wird es weit bringen und es war richtig von euch, euch an sein Schicksal zu binden. Papa ist besonders froh, dass ihr im Namen der Thorax, dass ihr den Namen der Thorax fortführt. Er wird mich jetzt sogar in die Taverne Elfgesang ausführen, um zu feiern. Grüßt die liebliche Tamia Holst von mir, Mama. Tja, das hat er nicht so lange gehalten. Kann ich ins Lager schicken? Ja, na gut, das sind jetzt auch schon ausgerüstet, dann kriegt keiner was. So, das war's, glaube ich. Gut. Did you see what happened? Is my little girl? Is Obedia safe? Ja, keine Sorge. Das ist, glaube ich, die einzige, die wir gerettet haben. Manche Geisel sind gestorben, aber eure Tochter nicht. My heart. I thought her lost. I would give more than just my sight to keep her safe. Our destination is the Neurositor, the nerve center of the Steel Watch. Guide me there, and I'll do the rest. Ich brauche euch nicht. Ich habe die Runenpulverbombe. Die sollte doch reichen, oder? Your bomb will most certainly do the trick. Place it directly on the Neurositor. And then run like every fiend of the nine hells snaps at your heels. Cool. So, ja, euch geht's ja sonst relativ gut. Nicht so viel abgekriegt. Bist du weg? Dann würde ich nämlich deine Kollegen auch noch gerne plündern. Lohnt sich das? Ja. Mhm. Notschallprotokoll. Prismoservator ist das höchste Druckmittel der Banditen. Aber es dient nur zur Abschreckung, nicht als Waffe. Wird er aktiviert, hat der Benutzer nur wenige Augenblicke Zeit, ihn wieder zu deaktivieren, bevor die Ladungen an den Tanks der Gefangenen detonieren. Ah, die Geisel getötet werden, damit unser Druckmittel gegen die gondischen Handwerker nichtig ist. Tod mit Überzeugung, aber lasst nicht zur Eskalation kommen, es sei denn, die gesamte Gießerei fällt den Feind in die Hände. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Someone there.
Alright. Du hast hier was zum Knacken? Ah, oder auch nicht. Shall we? Okay, ja, wir müssen eh, ja gut, noch eins weiter. Ja, wahrscheinlich müssen wir mit dem Aufzug irgendwie runterfahren. Dann schauen wir doch mal, ob wir was finden. Um den Aufzug hier irgendwie zu starten, hier hinten ist was. Ich glaube, damit können wir einfach nicht interagieren. Oh, und doch noch ein Licht. Nicht geplündert. Ich dachte, die hätten wir jetzt alle. Still breathing, despite everything. Na gut, nehmen wir das mal soweit mit. Ja, dann jetzt haben wir aber alle. Noch so einen Arm mitnehmen. Wäre vielleicht was für. Das würde ich tatsächlich mitnehmen. Witzig. Kann nur von Stahlwächter verwendet werden. Ja, ist auch nicht unglaublich viel wert, von daher. Tschüss, tschüss. Wir müssen einen eigenen Stahlwächter zusammen basteln. Ja, Zweihandachs brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ah, hier geht es aber noch weiter. Stimmt, wir können vielleicht im Sicherheitsbüro ein bisschen was reißen. Ja, lass uns mal eine Runde schleichen. Aber wir müssen ja eh hier durch. Okay, cool. Let's hope for gold. So, vertraulich du für den Baniten. Es ist zwar wichtig, mit unseren Geschwistern zu kooperieren, die Myrkul und Baal verehren, doch darf nicht vergessen werden, dass Bane der Tyrann ist, dass Bane derjenige ist, der herrscht. Subversion und Einnahme gondischer Operationen in Baldur's Tor ist ein Banitenprojekt, vor allem hinsichtlich der gnomischen Werkmeister. Sie gehören uns, genauer gesagt mir. Sie dürfen nicht mit Larven versehen werden, denn dann könnten sie durch die Hierarchie der Absoluten kontrolliert werden. Stattdessen sind ihnen Äscherungshalsbänder umzulegen, die von Prinz Motivation Toren ferngesteuert werden. Ich will, dass diese Gnome wissen, was sie tun und zutiefst unglücklich darüber sind. Wenn das Stahlwächterprojekt abgeschlossen ist und die Werkmeister nicht mehr von Nutzen sind, werden die Überlebenden mit Larven versehen. Alles klar. Das hatten wir auch schon mal. Ne, ins Lager bitte. Geiseln des Eigenthrons. Obelia, genau, die haben wir. Die anderen sind wahrscheinlich dann gestorben oder zumindest einige. Ne, Quatsch, das waren die, die wir rausgeholt haben. Zack. Das doch ans Lager. That did nothing. Schade.
Okay, sonst, na gut, hätten wir halt hier noch eine Doppeltür. Schauen wir mal, wo die hinführt. Ist im Nebenraum ja noch irgendwas Tolles? Wohl nicht. Nö. Wahrscheinlich potenziell die Möglichkeit, sich zu verstecken. Sehr gut, dann geht's auch mal in die nächste Ebene. Okay, hier wird auch weiter geprügelt. Na gut, wir sind sogar dran. Cool. Okay. Ich glaube, dann haben wir den Stahlwächter erstmal um. Ah, nee, können wir nicht. Hm. Wir haben ja noch genug Raserei, von daher. Let's have some cut. Schade. Come on, let's go. Open up. So, das könnte mich böse enden. Das lassen wir mal schön. Ja, ihr könnt tatsächlich mal hierher kommen. Die haben gut da gestanden. Das hat sich gelohnt. Natürlich. So, ah, jetzt dürft ihr. Sehr schön. Dann gehst du auch mal den Kampfrausch. Hast leider keine Bewegungsrate mehr, aber es reicht auf jeden Fall, dich noch umzuhauen. Das wird auch noch ein bisschen rücksichtslos. Cool. So. Cool. Normalerweise ist gerade keiner im Bereich. Aber gut, den werden wir los. So, aber wie viel? Ja, ich denke, wenn wir die unter 50 kriegen, plus minus, sollte das passen. Ich glaube, wir müssen gleich noch eine Runde kurz rasten. Okay. Kann ich leider nichts machen, weil ich keine Inks mehr habe. Keine Begleiter mehr.
So, ihr habt dann auch noch ein bisschen was zu tun. Aber ich würde sagen, dann beenden wir hier gleich mal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.